Hallihallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast, heute am Ostersonntag. Und der Titel, der lässt nichts Schönes verlauten: Ukraine-Krise, Lebensmittelkrise. Aber im zweiten Titelteil, da geht es darum, um Lösungen, nämlich wie du die Krise in dir lösen kannst. Und dazu gibt es jetzt einige Gedankenexperimente von mir und natürlich eben auch tolle Lösungen, wie du zu Hause autarker werden kannst und dich mehr öffnen kannst für das Einssein, das wir doch alle sind. Nicht das Zweigeteiltsein, einer ist schuld, der andere hat recht oder einer macht einen Krieg, der andere macht mit, sondern hier geht es um Friede und nicht um Freude, doch natürlich auch um Freude, aber nicht um Eierkuchen, also kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Friede, Freude, vegane Eierkuchen vielleicht. Darum soll es heute gehen. Ukraine-Krise, Lebensmittelkrise. Droht uns ein dritter Weltkrieg. Aber ich möchte dir meine Gedanken mitgeben, wie du auch in dieser Situation deine innere Ruhe und deine Kraft und natürlich eben auch mithilfe der veganen Ernährung deine Energie aufrechterhalten kannst. Hallo, ist hier dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Frohe Ostern erstmal, frohe Ostern im Jahr 2022. Ein weiteres Jahr, in dem wir denken könnten, irgendwas funktioniert hier nicht mehr richtig auf der Welt. Und ich möchte da gar nicht groß mein Statement dazu abgeben, wie ich jetzt zu der Ukraine-Krise stehe und wie ich zu möglichen Lebensmittelproblemen stehe oder anderen Geschichten. Maxim Mankiewicz hat es in seinem Podcast schon sehr, sehr oft so schön gesagt: Der Krieg ist die niederste Form des menschlichen Bewusstseins. Und mir geht es darum, dass ich dich heute hier mitnehme in eine Art höhere Form des Bewusstseins, ohne das versuchen, werten zu wollen. Denn alles hat ja auch seine rationale Erklärung und jeder kann aus seinem Standpunkt heraus die beste Option ziehen und für diese Person oder für diese Person ist die beste Option Krieg. Und ich gebe dir heute nur mein Gedankengut mit, was ich für die beste Option im Moment für mich betrachte und letztlich eben auch für die Welt, in der wir mehr Frieden bekommen können. Und da fängt es doch bei uns immer an. Es fängt bei dir an, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es fängt da an, hast du denn inneren Frieden? Kannst du inneren Frieden haben, indem du kein Leid verursachst? Ja, also weder Leid zu deinen Mitmenschen, weder Leid zu deinem Essen, was du dir zubereitest, weder Leid zu Tieren, weder Leid zu dir selbst. Ganz, ganz wichtig. Und da geht es nicht nur darum, dass du jetzt Veganer sein musst oder sein sollst, mehr oder weniger, was ja auch nachgewiesen auf jeden Fall hilft, Leid zu verringern und auch mehr Lebensmittel schafft, mit denen wieder mehr Menschen versorgt werden können und auch mehr Innovation schafft, beispielsweise all die Möglichkeiten, die uns Algen bieten, nicht nur als Art Grundnahrungsmittel, sondern eben auch als Treibstoff oder all die Möglichkeiten, die uns Wildkräuter bieten. Dazu kriegst du gleich am Ende einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast mit Barbara Steppele, der Wildkräuterexpertin, das wir am Donnerstag ausstrahlen. All das hilft natürlich mit der veganen Ernährung, doch das ist kein Dogma-Podcast. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass du, wie gesagt, auf vegane Ernährung umsteigen musst, ganz im Gegenteil. Aber es hilft dir quasi überhaupt erstmal zu dir zu kommen und Frieden in dir selber zu finden, eine Art Ruhe in dir selber zu finden. Und dann kannst du gar nicht, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dann kannst du gar nicht viel Leid im Außen produzieren. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Gestern saß ich mit meiner Familie am Tisch. Wir haben schön gegessen und nach dem Essen war bei meiner kleinen Tochter auf dem Ärmel eine schwarze große Fliege. Also das war keine Standardfliege, die ja total ungefährlich sind, sondern vielleicht kennst du diese Art von Fliegen, die auch beißen oder stechen können. Mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall sah diese Fliege eben gefährlich aus und ich sage, hey, mach der Meiler doch mal die Fliege weg. Und meine Frau saß nebendran und sie schnickt sie so richtig weg. Und das war natürlich, das war schon ein Stück weit brutal.
Und dann sage ich, das wäre doch jetzt auch liebevoller gegangen, sozusagen. Also, was ich damit sagen möchte, ist, bist du liebevoll zu dir selbst und bist du liebevoll zu anderem, egal was es ist, auch wenn es dich gerade vielleicht anekelt, bist du dann auch liebevoll. Ja, weil du selber gibst ja die Bewertung rein, was ist jetzt für dich liebevoll und was nicht. Für mich war es diese Fliege, für meine Frau nicht. Heißt nicht, dass meine Frau nicht liebevoll ist, ganz im Gegenteil, sie ist liebevoller wie ich gefühlt. Nur nicht eben zu dem, was sie nicht gerne sieht oder hat oder wie auch immer. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, da hilft uns die vegane Ernährung enorm, einfach uns mehr zu öffnen, mehr in unser Selbst zu kommen. Und dann können wir auch besser mit Lebensmitteln umgehen. Und dann komme ich jetzt zur Ukraine-Krise und zur drohenden Lebensmittelknappheit, die ja dadurch angeblich produziert wird, weil zum Beispiel Ukraine und Russland die größten Getreideexporteure sind. Jetzt mal nur als ein Beispiel, da hängt natürlich noch viel, viel mehr dran. Auch Dünger und vieles mehr, was wir ja so zumindest in den Medien präsentiert bekommen und all das, was wir nicht präsentiert bekommen, zählt da auch noch dazu. Dann können wir mit Hilfe dieses anderen Bewusstseins uns auch unabhängiger machen und unabhängiger fühlen. Also beispielsweise, indem wir die Wildkräuter viel stärker in unsere Nahrung integrieren. Und wie gesagt, dazu bekommst du die nächsten zwei Episoden richtig viel Input. Indem wir aber auch Sprossen ziehen. Ich habe an meiner Fensterbank zu Hause meine Autarkie-Fensterbank. Ja? Also ich könnte mich eine Zeit lang von diesen Sprossen ernähren, weil sie bringen extrem viel Lebendigkeit mit, extrem viele Nährstoffe mit. Werde ich davon satt? Wahrscheinlich nicht. Nur es hält mich. Und es gibt mir eine Art Sicherheit. Was brauche ich noch mehr? Gemüse, was ich mir natürlich auch viel mehr selber anbauen kann. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten im Wohnzimmer viel Gemüse anzubauen. Mit Greeny Garden und wie sie alle heißen. Und ich kann natürlich auch sinnvoll mit Lebensmitteln umgehen. Also wenn ich mir mein Essen keime, was ich ja auch schon sehr, sehr oft empfohlen habe, dann kann ich mein Essen multiplizieren. Wer sagt denn, dass Jesus damals bei der wundersamen Brotvermehrung nicht die Keimung angewendet hat? Ja, wo er quasi aus Saatgut wirklich, wirklich viel innerhalb von kürzester Zeit wirklich viel Sprossen zum Beispiel hergestellt hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Also das muss so nicht gewesen sein. Nur wir dürfen, glaube ich, diese alten Gedankenmuster, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen, einfach hinterfragen. Und ich bin heute so dankbar für dieses Internet, was uns das überhaupt alles möglich macht. Sonst wären wir, glaube ich, so wie noch vor 30, 40 Jahren, total gefangen in den Sachen, die wir uns also die uns vorgesetzt bekommen werden durch die Medien und auch die wir natürlich vorgelebt bekommen von unseren Eltern, weil sie ja auch nichts anderes vorgelebt bekommen haben. Also, das ist eine extrem tolle Möglichkeit, dafür dankbar zu sein und nicht ständig auch nur rumzumeckern, dass 5G uns kaputt macht, dass das Internet schlecht ist. Ja, das gibt's auch. Und wo richtest du deinen Fokus drauf hin? Und auch für mich gilt es, hey, ich möchte unabhängiger sein von diesem Internet. Ich möchte unabhängiger sein von meinem Computer. Ich möchte mehr raus. Jetzt, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, gehe ich raus und gehe laufen im Wald. Und auch das gibt dir eine Art Sicherheit. Zu wissen, du bist in der Natur, du bist aufgehoben in der Natur. Und dann schaust du mal ein bisschen am Wegrand, was da alles wächst. Und du wirst sehen, dass da so viele tolle Sachen wachsen, die du gegebenenfalls im Notfall ernten könntest und aus denen du tolle Sachen machen kannst. Bärlauch jetzt zum Beispiel. Bärlauch, da werden wir nächsten Donnerstag eine ganze Episode über den Bärlauch machen. Bärlauchrezepte, wie kannst du es einkochen? Bärlauch Butter draus zu machen, Bärlauch Pesto draus zu machen. Du brauchst nur vier, fünf Zutaten und hast theoretisch Nahrung oder zumindest Nahrungsbestandteile für ein ganzes Jahr. Du kannst also sehr, sehr schlau mit den Dingen umgehen. Und wenn wir uns mehr öffnen, wie zum Beispiel eben auch diese wunderbare Barbara Steppeler, die ich dir jetzt gleich im Podcast präsentiere, die auch mit der Natur kommunizieren kann, dann bist du in einer Grundfestigkeit gesichert. Du brauchst dann immer weniger Angst zu haben. Und auch zum Beispiel, wenn du fastest, ich hasse Fasten und ich versuche es so gut wie es geht zu vermeiden, ehrlich gesagt. Nur ich weiß, ich habe schon 3 Tage trocken gefastet. Ich wüsste, ich würde auch ohne Essen und sogar ohne Trinken überleben. Und in 3 Tagen finde ich bestimmt irgendwo was zu trinken.
Ja, und danach könnte ich noch länger überleben. Also je stärker du dich machst, je mehr du nach innen gehst, je mehr du auch autarker wirst, desto angstfreier kannst du mit dieser Situation umgehen. Und dasselbe trifft zu auf Krankheiten, dasselbe trifft zu auf den Tod, dasselbe trifft zu reden auf der Bühne, was auch immer, wovon du Angst hast. Und ich habe gestern mein Hochbeet angelegt und habe mit meinen Kids Salate, Rucola, Himbeeren, Kräuter gepflanzt. Und das ist ein kleiner Anfang. Macht er uns satt? Wird er meine Familie ernähren? Nein. Wüsste ich, was im Notfall zu tun ist, auch um meine Familie durchzubringen, für ein paar Tage und Wochen mit Sicherheit. Und das gibt schon mal ganz gut Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wünsche ich dir heute an Ostern, denn es ist ja auch das Fest des Friedens, des Osters, des der Wiederauferstehung. Ich wünsche dir eine Wiederauferstehung in dir selbst und dass es einfacher fällt und dass du noch mehr Gänsehaut bekommst und dass du noch mehr Freude verspürst, kriegst du jetzt mal einen kleinen Sneak Peek, 3 Minuten mit der wundervollen Barbara Steppler zu dem Thema, wie du zum Beispiel wieder der Schöpfung näher kommen kannst und viele Wildpflanzen in deine Ernährung integrieren kannst. Und am Donnerstag, da werden wir sie ausführlich im Podcast haben. Im ersten Teil wird es um die wunderbare Bärlauchpflanze gehen, woher sie kommt, woher sie ihren Namen hat, ganz, ganz tolle Rezepte, die Geschichte des Bärlauchs, Inhaltsstoffe, wir werden über Antioxidantien sprechen und dann im zweiten Teil werden wir über das Wunderwerk der Pflanzen sprechen und wie auch Wildkräuter unter anderem als Krisenvorsorge dienen können. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn wir wirklich die Heilpflanzen wieder zu uns nehmen, dann ist es so, dass genau das, was du gerade gesagt hast, wir kommen der Schöpfung wieder viel, viel näher. Und das sage ich ja auch immer wieder. Deswegen habe ich ja auch selber die Zellnahrung entwickelt und ins Leben gebracht, weil ja mittlerweile auch wissenschaftlich sogar bewiesen ist, wie wichtig diese Pflanzenstoffe für uns sind. Denn die Zelle hat sich nicht verändert. Die funktioniert genau wie in der Steinzeit. Nur das Leben um uns herum hat sich verändert. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie gerade diese ursprüngliche Nahrung bekommen, weil diese Nahrung erinnert die Zelle daran, wie sie in ihrem ursprünglichen Zustand schwingt. Und deswegen kann die Zelle genau mit diesen Informationen kann sie auch wieder Heilprozesse anstoßen. Das heißt, sie kann dann Reparaturarbeiten vollbringen. Denn der Mensch mit der denaturierten Ernährung, der überlebt nur. Das ist nur ein Überlebender. Währenddessen ein Mensch, der viele Heilpflanzen, Wildkräuter zu sich nimmt, lebendig wird. Und wir haben dann eine ganz andere Ausstrahlungskraft. Unser Geist ist viel wacher. Wir können so gut denken und behalten und unsere Intuition, ja, wir sind richtig mit der Schöpferkraft verbunden, mit der Quelle, weil unsere Zirbeldrüse ist nicht verkalkt. Und vor allen Dingen, wenn wir nur überleben, dann hat der Körper überhaupt keine Möglichkeiten, um wieder zu reparieren. Und ich habe jetzt gerade eine Dame, die ich begleite, und das ist unglaublich, weil die habe ich jetzt 3 Wochen nicht gesehen und die bekommt sozusagen ihre Urfigur wieder. Also jedes Mal, wenn ich die sehe, Abstand von 3 Wochen, dann bin ich wirklich überrascht, weil die zieht das jetzt so konsequent durch und die fängt an zu leuchten und sie sagt, sie kriegt ihren Mädchenkörper wieder. Ihr Mann ist total begeistert. Das heißt, der ursprüngliche Bauplan, der ist in den Zellen enthalten. Und wenn wir den Zellen die Möglichkeit geben, zu reparieren und sich zu regenerieren, dann kommen wir da wieder hin. Wir verjüngen. Und dann brauchen die Frauen sich nicht auf dem OP-Tisch legen für Schönheits-OPs. Nein, holt euch die Schönheit aus dem Garten der Natur. Und das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview mit Barbara Steppele. Wie es weitergeht, erfährst du nächste Woche im Vegan-Podcast. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Stay vegan auch an Ostern. Verzichte auf das Osterei. Es gibt schöne, bessere Alternativen. Lass es dir gut gehen und lass dich nicht verrückt machen. Alles, alles Liebe. Wünsche dir dein Christian.
Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.